meiner Spitze halt drauf haben. Wo sind alles gewinnte Staat, meine Damen und Herren? Hab einen Klassenstaat zelebriert, also man sieht dieser 28-jährige Mann vom MC Kesselthal. Er beherrscht dieses Fahrzeug immer besser und immer besser. So, Frank Heinz muss natürlich versuchen, den Martin Fürst zu attackieren und zu überholen. Er muss ja auch die 20 Punkte, die Steven Laubach gerade eingefahren hat, aufholen. Dieselkämpfer Dritter. Und auch Sabino Strauß. Unsere zwei österreichischen Piloten, Ronald Liebert, jagt das Feld ein bisschen vor sich her, aber zurück zur Spitze. Ja, meine Damen und Herren, verzeihen Sie es mir, aber ich bin ja auch mit dem Martin Fürst so ein bisschen als Mechanik unterwegs, da zittert man natürlich schon ein bisschen mit. Mensch, Martin, mein kleiner Wonnebrock, fahr mal wie im Lauf nicht nach Hause. Der ist voll. Ein kleines Vereins- oder mannschaftliches Duell. Dieter Dieselkämper schickt sich auch an, Frank Meinzel zu attackieren. Aber Frank Meinzel, meine Damen und Herren, der Computertechniker, ist natürlich weiß Gott kein Ausbruch. Ja, und die Moment, jetzt vorbei auf Dieter Dieselkämper. Und er kriegt den dritten Platz durch. Und Sabrina Strauß schickt sich an, das Pulsion. Ich bin auf Ziel geraten, gelbe Flagge, ein Ivo Sauerfrei ausgestiegen. Gelbe Flagge, das heißt natürlich, hier ist Überholverbot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrzeuge, die sehr, sehr dicht beieinander sind. Martin Fürst, oh, im Infeldbach, etwas langsamer. Da gerne der Was macht der junge Mann? Ja! Gegen Meinzel.